Naja, ich wollte mal sehen, was du sagst. Du, Ich habe einen da besuche ich meine Schwester und da habe ich mir gedacht, ich schau gleich mal bei dir rein. Was war von dir? Ich kriege Besuch. Ich sehe dir wirklich nicht. Ach so, naja. Dann fahre ich eben und komme dann zu dir. Gut, ja. Ist es dir in ungefähr 2 Stunden recht? 2 Stunden? Nein, du komm ein bisschen später. Sei mir nicht böse. Ach Quatsch, wieso denn? Tschüss. Bis später. Also mal spionierst du mir nach? Nein. Als ich kam, stand der Wagen von der Frau Doktor noch da. Hätte ich vielleicht draufkommen sollen. Ich habe sie doch schon kommen sehen. Wir sind uns fast in die Arme gelaufen. Ist sie deine Geliebte? Sag mal, du hast eine Fantasie. Der Besuch war rein beruflich. So, so. Wenn du dem Professor was sagst, ich warne dich, ich bring dich um. Oh, ich kann schweigen. Und was machen wir jetzt? Wir gehen was essen. Zeit, ich muss nach Konstanz. Na sowas, Frau Brinkmann muss auch nach Konstanz. Ja, stell dir vor. Ich bin ja beim Mieten einer Wohnung behilflich. Wir arbeiten zusammen. Mein Gott, warum bist du denn so unfreundlich? Das weiß ich doch. Nimmst du mich mit? Nach Konstanz? Ja, nach Konstanz. Ich weiß doch alles. Nein, ich nehme dich nicht mit. Aber bitte komm schnell rein. Ich wollte sowieso. Du kannst dich ja gern behalten. Das dauert nicht lange. Ich habe nur eine Frage an dich. Carola, bitte, was soll das? Was? Dass du so tust, als seien wir liiert. Du setzt mich unter Druck damit. Unter Druck setzen? Womit? Na, du nicht so scheinheilig, ne? Meine Beziehung zu Frau Brinkmann ist vollkommen korrekt. Na ja, dann kannst du mich doch auch mitnehmen. Oder genierst du dich, dass du mit einem Kindermädchen liiert bist? Du, ich sage es dir noch einmal, wir sind nicht liiert. Du bist damals zu mir gekommen und nicht ich zu dir. Ja, aber du hast dich doch gefreut. Jedenfalls weggeschickt hast du mich nicht. Das stimmt. Ich verstehe auch die ganze Aufregung nicht. Du hast keine Zeit, schön, das sehe ich ein. Besuche ich dich eben zu Ostern. Zu Ostern? Zu Ostern ist meine Mutter da. Ja, dann stell ihr deine Freundin vor. Jetzt reicht's aber. Raus hier. Na, ich gehe erst, wenn du mich geküsst hast. Küssen soll ich dich? Mhm. Du liebst mich, du weißt es bloß noch nicht.